Hallo Leute, Steffo hier. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus, weil es nach Katzwang für mich geht. Und wenn es für mich nach Katzwang für mich geht, bedeutet das, es geht für mich zu Lukis Radlereck. Ich kann mir jetzt nämlich mein Jobbike abholen. Dementsprechend bin ich hier schon in kompletter Montur und quäl mich zum Bus und schalte mich wieder ein, sobald ich mein Fahrrad in den Händen halte. Wie das ablief mit dem Jobbike und so, das werde ich euch dann auf meinem Weg erzählen, beziehungsweise auf Weg zur Arbeit, weil ich fahre dann vom Logi aus direkt zur Spätschicht. Ja, und dann erzähle ich euch so meinen ersten Eindruck zum Fahrrad und halt eben, wie jetzt das ablief mit dem Jobbike und so, weil mich jetzt echt einige, zwar auf Instagram, aber einige gefragt hatten, hey, wie war jetzt das mit dem Jobbike? Und darum will ich euch da gerne ein Update geben. Also wir sehen uns gleich. Ich hau mir jetzt kurz was vom Bäcker rein. Und ja, bleibt anständig. Die ersten Meter auf dem Bianchi Aria. Ich bin übelst happy, das macht so Spaß, das Bike. Es fehlt natürlich noch ein bisschen so das Feintuning, dass der Sattel ordentlich passt und so, aber holy shit, ist das eine Rakete. Wow. Ich wollte das jetzt eigentlich ungern beim Regenwetter abholen, allerdings haben wir jetzt die nächsten 3 Wochen Regen und ich hatte jetzt keinen Bock mehr so lange zu warten. Ich wollte es jetzt einfach endlich haben. Jetzt nehme ich euch mit zur Arbeit. Und ja, sammeln wir mal unsere ersten Eindrücke. Let's go! Was mir direkt auffiel, ist, dass ein Rennrad viel mehr Bodenhaftung hat als ein Gravelbike. Nach nur wenigen Tritten in die Pedale hast du direkt so beschleunigt und so einen Speed drauf, das fühlt sich einfach nur phänomenal an. Ich würde sogar sagen, dass es sich fast schon anfühlt wie Schwerelosigkeit, wenn du so auf dem Asphalt einfach nur entlang bretterst. Allerdings dauerte es auch eine ganze Weile, mich an die dünnen Rennradreifen zu gewöhnen. Gerade so diese Absenkungen zu Kreuzungen, wie jetzt hier gerade im Video, sind wahnsinnig holprig und das ist echt scary. Mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike fühlt sich das auf jeden Fall viel besser an, über diese kleinen Kanten zu fahren. Und so kann ich jetzt jeden Rennradfahrer nachvollziehen, der es einfach bevorzugt, auf der Straße zu fahren, denn diese Kanten hast du ohne Ende auf dem Radweg, weil ständig irgendwo eine Einfahrt reingeht oder irgendeine Kreuzung ist. Auf jeden Fall ist es heute mega nervig zu fahren. Es sind so viele Autos auf den Radwegen, so viele Leute auf den Radwegen unterwegs und das ist übelst zum Kotzen. Aber das Rad ist mega die Rakete. Das macht so einen Spaß. Das werdet ihr heute noch öfter hören. Die ersten kleineren Kletterpassagen, die gingen mir einfach direkt so viel besser von der Hand als sonst mit meinem Gravelbike oder mit meinem Mountainbike. An Passagen, an denen ich normalerweise sonst schon in den letzten Gängen rumgurke, hatte ich noch wahnsinnig viele Gänge übrig und das ging einfach im Allgemeinen auch viel entspannter hoch. Leider hat meine GoPro an dem Tag relativ rumgesponnen, die mochte den Akku nämlich nicht sonderlich und ich hatte an dem Tag auch nur einen Akku dabei, weil ich davon ausging, dass der mir locker reichen würde. Deshalb gibt es hier heute leider auch nicht so viel von der Strecke zu sehen, weil die GoPro sich ständig abgeschalten hat. Allerdings gibt es ein bisschen Kletterkram im nächsten Video und man munkelt auch, dass ich da meinen ersten 100er gepackt hätte. Bisheriger Eindruck, also bei ganz lockerem Fahren, easy 30, ganz easy, hinten an der Strecke von meiner alten Arbeit, der Weg ist das, da kannst du richtig gerade entlang ballern, da sind keine Autos, nix. Da bin ich mit dem Graveler immer mit 30 gefahren, wenn ich volle Power gefahren bin, das war aber jetzt halt auch schon ja, über ein halbes Jahr her, aber jetzt mit dem Fahrrad bin ich fast 50 gefahren, das ist so wild. Also, ich bin übertrieben happy.
Ey, wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, komm Steffo, lass uns Rennrad fahren gehen, ich hätte dich aus vollstem Herzen ausgelacht. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass das Fahrradfahren mal so einen großen Punkt in meinem Leben einnehmen würde. Und vor allem fand ich Rennräder auch einfach immer brutalst hässlich. Ist das nicht irgendwie krass, wie dieser kleine Schritt, den ich letztes Jahr gegangen bin, als ich mir das Gravelbike gekauft habe, einfach komplett mein ganzes Leben beeinflusst hat? Es fing einfach mit einem billigen Mountainbike an, mit dem ich einfach hin und wieder mal zur Arbeit fahren wollte. Das Mountainbike reichte mir schon nach einem Monat längst nicht mehr und so kam das Gravelbike in meinen Keller runter. Zu meinem Graveler kam dieses Jahr dann noch der Ambassador, beziehungsweise ein richtig, richtig geiles Mountainbike für mich von Trek. Und jetzt kam noch das Jobbike, also ein richtig, richtig geiles Rennrad. Ich bin wahnsinnig gespannt, wohin mich mein Fahrradweg noch führen wird und ich find's richtig geil, dass du dabei bist. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor und ich will einiges ausprobieren. Schreib mir doch mal bitte runter in die Kommentare, welche Bikeart du am liebsten fährst und warum. Das würde mich nämlich wahnsinnig interessieren. Und wenn dir das Video gefallen sollte, würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen, wenn du mir ein Abo da lässt und mir einen Daumen hoch gibst. Deine Kamera spinnt heute voll rum. Die mag irgendwie den Akku nicht. Klettern mit dem Fahrrad, Bombe. Also hier die paar Anstiege auf meinem Arbeitsweg. Da habe ich noch so viele Gänge übrig, das ist der Wahnsinn. Okay, ich hoffe, das geht jetzt so, weil meine GoPro, die spinnt heute komplett rum, die schaltet sich ständig nach ein paar Sekunden ab. Die mag heute irgendwie den Akku nicht. Mein erster Eindruck zu dem Fahrrad, also die Kletterpassagen jetzt auf dem Arbeitsweg waren mega angenehm. Ich hatte super viele Gänge immer übrig. Das zieht mega an, also so Passagen, wo ich so mit ja, 30 fahre. Normalerweise fahre ich gemütlich mit dem Fahrrad 30 und teilweise ja, bis zu 50 km/h einfach. Ist super schnell, macht mega Spaß, ist auf jeden Fall unbequemer als ein Gravelbike, ist ja klar bei einem Rennrad. Beim Lenker muss ich ein bisschen gucken, wir haben noch die Spacer drin, ich muss noch schauen, wie mir die Höhe am besten taugt, aber ich kam so jetzt eigentlich gut klar. Vielleicht mache ich mir die ein bisschen höher, weil mein Sack war schon ganz schön eingeklemmt. Ansonsten jetzt, ja, keine Ahnung, was ich sonst noch sagen soll. Schaltung tipptopp, geht total schnell, zischt ab. Reifen sind auf jeden Fall ein bisschen rutschiger auf nassen Untergrund als so Gravel-Reifen. Also auf dem Gulli hat es mir fast mein Rad weggezogen, aber nur fast, weil ich bin ja ein krasser Fahrer. und ansonsten, Montag habe ich, glaube ich, eine längere Tour, habe ich mit Basti was ausgemacht. Also ich weiß nicht, wann für euch das Video dann kommt, aber auf jeden Fall Montag eine längere Tour und dann kann ich mal so ein richtiges Fazit ablassen. Also bis jetzt tipptopp, bin ich super happy mit dem Fahrrad. Ja, holt euch ein Jobbike. So, und apropos Jobbike, also wie lief das jetzt bei mir ab? Im Endeffekt war es so, ich musste meinem Chef sagen, hey, ich will ein Jobbike haben. Dann hat mein Chef online was ausgefüllt. Was ausgedruckt. Ich habe dann so einen Code bekommen. Mit dem Code bin ich zum Fahrradhändler gegangen. Der Fahrradhändler hat zusammen mit mir das Fahrrad ausgesucht. Dann hat er online das Jobbike beantragt. Ich habe 2 E-Mails gekriegt. Einmal kriegst du deine Zugangsdaten und einmal so ein Einmalpasswort. Da musst du dich dann auf diese Jobbike-Seite einloggen damit und noch ein bisschen was ausfüllen. Dann geht wieder eine E-Mail an deinen Arbeitgeber und der gibt dann das Okay. Und dann kannst du dein Fahrrad abholen, sobald es im Shop ist. Ist also super einfach. Ich habe so einen Riesenpacken Papier gekriegt, aber im Grunde war das alles super selbsterklärend. Mir hat auch der Radladen geholfen. Also wenn ihr aus dem Raum Nürnberg seid, schaut mir vorbei beim Lubis Fahrrad-App. Super angenehme Leute, super entspannt. Bin happy mit meinem Bianchi. Wir sehen uns. Ciao.